Hallo zusammen, heute besprechen wir Leseverstehen Teil 3, papierbasierte TestDaF. Im papierbasierten TestDaF, im Leseverstehen Teil 3, haben wir 10 Items von 21 bis 30, 10 Sätze also, und wir müssen bestimmen, ob diese Sätze mit dem Text übereinstimmen, nicht übereinstimmen oder im Text gar nicht angegeben sind. Für viele Studenten ist es tatsächlich kompliziert, das Item selbst gut zu verstehen. Und somit verspüren die Studenten auch Schwierigkeiten, wenn sie den Inhalt des Items im Text finden müssen. Das ist kompliziert und heute versuche ich Ihnen ein paar Tipps und Hinweise zu geben, wie man diese Items besser verstehen kann, wie man sie paraphrasieren kann und somit, wie man auch den Inhalt dieses Items leichter im Text finden kann. Wir sehen hier momentan zwei gleiche Blätter. Rechts haben wir die ursprüngliche Formulierung und links haben wir die bearbeitete bzw. vereinfachte Formulierung. Momentan sehen diese Blätter gleich aus, aber wir werden an diesen Items arbeiten und vereinfachte bzw. bearbeitete Formulierungen hier angeben. Beginnen wir gleich. Mit den Beispielen werden wir hier nicht arbeiten. Wir beginnen sofort mit dem Item Nummer 21. Lesen wir mal. Wenn man Fehler machen darf, dann kann man durch solche Erkenntnisse zukünftige Handlungen verbessern. Wir versuchen nun, diesen Inhalt ein bisschen zu vereinfachen, um den auch besser verstehen zu können. Also, wenn man Fehler machen darf, dann kann man durch solche Erkenntnisse zukünftige Handlungen verbessern. Wie können wir das vereinfachen? Zum Beispiel solcherweise. Durch Fehler, vielleicht nicht durch Fehler, sondern durch Fehler machen kann man in Zukunft Fehler vermeiden. Das ist eine mögliche Umschreibung. Durch Fehler machen kann man in Zukunft Fehler vermeiden. Vermeiden oder auch verbessern. Verbessern oder auch nicht zulassen. Also, wenn man Fehler macht, lernt man etwas für die Zukunft und kann in der Zukunft diese Fehler vermeiden. Durch Fehler machen kann man in Zukunft Fehler vermeiden. Wenn man Fehler machen darf, dann kann man durch solche Erkenntnisse zukünftige Handlungen verbessern. Den ersten Satz haben wir bearbeitet. Gehen wir weiter. Nummer 22. Auf die falschen Antworten der schlechten Schüler reagieren Lehrer häufig mit größerem Ärger als gegenüber den besseren Schülern. Okay, das ist auch ein langer Satz. Was ist tatsächlich der Inhalt? Den können wir bestimmt verkürzen. Die Reaktion des Lehrers auf die falschen Antworten der schlechten Schüler ist auch schlechter, ist schlechter oder ist aggressiver und so. Also die Lehrer reagieren auf die falschen Antworten der schlechten Schüler schlechter auch. Vielleicht noch auf die falschen Antworten der schlechten Schüler reagieren Lehrer häufig mit größerem Ärger als gegenüber den besseren Schülern. Die falschen Antworten der schwachen Schüler lösen eine schlechtere Reaktion aus. Und dann können wir auch einen Vergleich erstellen. Als die Antworten der guten Schüler.
So ist die Umschreibung. Die falschen Antworten der schwachen Schüler lösen eine schlechtere Reaktion aus als die Antworten der guten Schüler. Also die Reaktion der Lehrer auf die falschen Antworten der schwachen Schüler ist schlechter, ist aggressiver. So, der erste Satz ist einfacher. Und den zweiten Satz haben wir nur formuliert, um den Inhalt noch besser zu verstehen. 23. Nach wirkungsvollen Didaktiken sollten Lehrer den Schülern nicht auf Fehler hinweisen, um Lernspaß zu fördern. Das können wir auch bearbeiten. Um die Schüler zu, oder vielleicht ja mehr zu unterstützen, weisen die Lehrer oft nicht auf die Fehler hin. Ja, das ist ein pädagogischer Ansatz. Um die Schüler mehr zu unterstützen, weisen die Lehrer oft nicht auf die Fehler hin. Also hinweisen auf etwas, auf die Fehler hinweisen. Wirkungsvollen Didaktiken. Es ist pädagogisch sinnvoll, nicht auf, vielleicht mal ein anderes Verb, sich nicht auf die Fehler zu fokussieren, um die Motivation der Schüler zu fördern. Ja, das ist unsere Umschreibung hier. Es ist pädagogisch sinnvoll, nach wirkungsvollen Didaktiken, wirkungsvoll sinnvoll, pädagogisch Didaktik. Es ist pädagogisch sinnvoll, sich nicht auf die Fehler zu fokussieren, um die Motivation der Schüler zu fördern. Ja, ich denke, dass es tatsächlich einfacher ist und man kann den Inhalt hier besser verstehen. Um die Schüler mehr zu unterstützen, weisen die Lehrer oft nicht auf die Fehler hin. Das ist auch ziemlich einfach und man kann auch diese Formulierung verwenden. Nummer 24. Die Fehler in einem Aufsatz sind nicht so einfach zu erkennen wie in Mathematik. So, wie kann man das denn hier bearbeiten? Fehler in Mathe sind einfacher zu erkennen als in einem Aufsatz. Fehler in Mathe sind einfacher zu erkennen als in einem Aufsatz. Die Fehler in einem Aufsatz sind nicht so einfach zu erkennen wie in Mathematik. Das bedeutet, dass die Fehler in Mathe sind einfacher zu identifizieren. Ja, dieses Wort können wir auch verwenden. Zu erkennen, zu identifizieren, als in einem Aufsatz. Gut, gehen wir weiter. In der PISA-Studie wurde Japan besser als Deutschland bewertet. Bearbeiten wir diesen Satz auch, obwohl er selbst nicht so schwierig ist. Japan hat in der PISA-Studie bessere Ergebnisse als Deutschland gezeigt. So haben wir das auch ein bisschen bearbeitet. Japan hat bessere Ergebnisse gezeigt. Japan hat in PISA-Studie besser als Deutschland
Abgeschnitten. Abgeschnitten. Abschneiden ist auch ein gutes Verb. Abschneiden, das bedeutet bestimmte Ergebnisse im Test oder in der Prüfung zeigen. Und hier sehen wir, dass Japan bessere Ergebnisse als Deutschland gezeigt hat. Und Japan hat in PISA-Studie besser als Deutschland abgeschnitten. Paraphrasiert gehen wir weiter. Die Schüler in japanischen Schulen haben größere Initiative, selbst Fehler zu korrigieren. Okay. In Japan sind die Schüler bei der Fehlerkorrektur initiativer. Initiativer als in Deutschland zum Beispiel. In Japan sind die Schüler bei der Fehlerkorrektur initiativer. Sie zeigen eine größere Initiative bei der Fehlerkorrektur. Sind oder zeigen, es ist auch möglich. Schüler in Japan zeigen eine größere Initiative bei der Korrektur der Fehler. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Kinder an deutschen Schulen nicht so initiativ sind. Die Lehrer korrigieren meistens ihre Fehler. Und in japanischen Schulen ist es ganz anders. In japanischen Schulen korrigieren sich die Schüler selber oder korrigieren auch die Fehler voneinander. Paraphrasiert gehen wir weiter. Ein Risiko der Fehlerkultur liegt darin, dass ein kleiner Vorwurf bereits die Betroffenen entmutigen kann. Okay. Vorwurf. Wir können auch dieses Wort paraphrasieren. Dieses Wort kennen nicht alle Studenten, aber das ist tatsächlich ein einfaches Wort. Das ist Kritik. Vorwerfen bedeutet kritisieren und Vorwurf, das ist eine Kritik. Also eine kleine Kritik kann schon die Schüler demotivieren. Eine kleine Kritik kann schon die Schüler demotivieren. Und es ist ein Risiko bei dieser Fehlerkultur. Was für die Fehlerkultur riskant ist oder sein kann. Also wenn die Lehrer die Schüler zu sehr kritisieren, dann kann das die Kinder entmutigen. Dann kann das die Kinder demotivieren. Sie verlieren die Motivation. Durch Kritik, vielleicht nicht durch, sondern wegen Kritik, nochmal wegen Kritik, können die Schüler ihre Lernmotivation verlieren. Lernmotivation verlieren. Tatsächlich, wenn die Lehrer die Schüler zu sehr kritisieren, können die Schüler nicht motiviert sein und können eine abweisende Reaktion gegenüber ein bestimmtes Fach entwickeln. Okay, eine kleine Kritik kann schon die Schüler demotivieren, was für die Fehlerkultur riskant ist. Wegen Kritik können die Schüler ihre Lernmotivation verlieren. Weiter. Viele Pädagogen haben schon belegt, welche Fehler für die Jugendlichen unbedingt wichtig sind. Es ist schon pädagogisch
festgestellt, dass das Fehler, nein, nicht das, sondern welche Fehler für die Schüler wichtig sind oder von Bedeutung sind, bedeutend sind. Also die Pädagogen wissen schon, welche Fehler die Schüler machen müssen, um von diesen Fehlern lernen zu können. Es ist schon klar, welche Fehler die Kinder machen müssen, um von diesen Fehlern lernen zu können. Ja, paraphrasiert, welche Fehler für die Jugendlichen unbedingt wichtig sind. Es ist schon pädagogisch festgestellt, es ist schon eine pädagogische Tatsache, es ist schon eine pädagogische Feststellung oder so. Gehen wir weiter, 29. Es ist einfach zu beobachten, dass Eltern und Kinder über die Fehler in der Schule streiten. Versuchen wir noch diesen Satz hier zu bearbeiten. Es ist einfach zu beobachten. Es ist verbreitet, dass die Eltern, schreiben wir in groß, dass die Eltern und die Kinder wegen der Fehler in der Schule Familienkonflikte haben. Es ist einfach zu beobachten, dass Eltern und Kinder über die Fehler in der Schule streiten. Streiten, Konflikte haben, Streitigkeiten haben, Familienkonflikte haben oder so. Es ist verbreitet, es ist üblich oder verbreitet, dass die Eltern und die Kinder wegen der Fehler in der Schule Familienkonflikte haben. Es ist einfach zu beobachten. Also es ist üblich, es ist häufig, es ist eine häufige Tatsache. Das haben wir auch paraphrasiert. So ist es einfach, das Item zu verstehen. Und schließlich Nummer 30. Der Nutzen der Fehlerkultur hängt davon ab, wie oft man misslungen ist. Okay, je mehr Fehler man begeht, desto besser kann man von diesen Fehlern lernen. Also wie oft, das ist die Häufigkeit. Und deswegen haben wir das solcherweise paraphrasiert. Je mehr Fehler man begeht, desto besser kann man von diesen Fehlern lernen. Desto nützlicher ist diese Fehlerkultur. Die, noch eine Option, die Häufigkeit oder Frequenz auch. Frequenz ist ein bisschen übertriebene Häufigkeit. Ich denke, dass Häufigkeit besser ist. Die Frequenz der Fehler prägt den Nutzen der Fehlerkultur. Das bedeutet, dass je mehr man die Fehler begeht, desto schneller und desto besser kann man von diesen Fehlern lernen. Und so haben wir diese 10 Items paraphrasiert. Natürlich, das ist eine zeitaufwendige Arbeit, aber trotzdem, durch solche Arbeit können Sie besser diese Items verstehen und dadurch können Sie auch leichter und schneller die Items oder den Inhalt der Items im Text finden.
Versuchen Sie auch, diese Arbeit zu leisten. Versuchen Sie für sich selbst, die Items zu paraphrasieren. Wenn Sie das bei der Vorbereitung machen können, dann natürlich sollten Sie das auch machen. Bei der Prüfung haben Sie ein bisschen weniger Zeit und deswegen sollten Sie schon diese Geschwindigkeit, diese Fähigkeit, die Items zu bearbeiten, schon bei der Vorbereitung entsprechend entwickeln. Bei der Prüfung sollten Sie das ganz schnell für sich selbst klären, was tatsächlich in diesem Item steht. Man muss das nicht schriftlich formulieren, man muss einfach für sich selbst die Items immer paraphrasieren. Und das betrifft nicht nur Leseverstehen Teil 3, das betrifft auch die anderen Testteile. Im Hörverstehen ist diese Strategie auch sehr aktuell, besonders im Teil 2 Hörverstehen. Da müssen Sie auch diese Items paraphrasieren, um den Inhalt besser verstehen zu können. Für heute wäre das alles. Solche Arbeit haben wir heute geleistet. Hoffentlich haben Sie etwas Wichtiges und Hilfreiches diesem Video entnommen. Noch einmal, wenn Sie mehr Tipps brauchen, wenn Sie mehr Vorbereitungsstrategien brauchen, mehr Hinweise, mehr Redemittel, wenn Sie Struktur der Aufsätze lernen können, wenn Sie Ihre mündlichen Äußerungen verbessern können, wenn Sie verstehen möchten, wie man korrekt im Hörverstehen Notizen machen sollte, dann lade ich Sie ganz herzlich zu meinem Intensiv-Interaktiv-Test DAF-Kurs. Wir starten nächste Woche am Montag um 19 Uhr deutscher Zeit und bearbeiten alle Testteile sehr ausführlich und effizient. Wenn Sie Interesse hätten, dann herzlich willkommen, melden Sie sich. Wir nageln diesen Test ganz bestimmt. Bis nächstes Mal. Tschüss.